Da wurde schon gelacht. Und zwar haben wir diesmal mit dabei den unglaublich schönen, wundervoll mit einer Prachtstimme ausgestatteten Paul. Sag hallo. Hallo. Wir haben den wahnsinnig attraktiven Sexy Boy Olli. Sag hallo. Hallo. Wir haben die Rache der Natur, den Meister aller Mafiosi, den unglaublich hübschen Borissa. Sag hallo. Moin. Du solltest Hallo sagen. Hallo, moin. Das gibt's doch gar nicht. Die Hamburger Naturgewalt. Und wir haben natürlich auch dieses Mal beim Raft-Stream wieder mit dabei die Frau, die uns alle am Leben hält, mit ihren Skills mit Z am Ende, weil sie cool ist. Rike, aka Strawberry Cake. Sag hallo. Hallo. Das war verdammt, gut. Wir haben alle verloren. Holy moly. Das war gut. Ist irgendwer sonst noch live, dass man darauf hinweisen könnte, dass es einen Multi-Twitch gibt? Ja. Paul, ja. Paul hat noch eine zweite Perspektive, Paul hat noch einen Multi-Twitch. So, Leute, wir haben lange genug den Startscreen gesehen. Olli, möchtest du starten? Erstmal machen wir Folgendes. Wir begrüßen auch den einzigartigen, es gibt nur eine seiner Art, den wunderschönen Flo. Alter, du siehst Hallo. Meine Kamera gerade nicht, aber ist nett gemeint. Hallo! Das muss schon, so viel Zeit muss sein. Und wir begrüßen auch nicht nur alle Privatpatienten, die gerade reingekugelt kommen, das ist hier der Wahnsinn, sondern vor allem auch alle Zuschauer von YouTube. Denn, ihr habt es vielleicht schon gesehen. In der Tat, ja, stimmt. Das wäre vielleicht mal eine Erwähnung wert. Ja, ich dachte so. Freunde, falls ihr euch denkt, Nanü, die haben doch sonst immer auf YouTube gestreamt. Ja. Nicht mehr. Kurzfassung. Wir dürfen nicht mehr. Wir sind jetzt Twitch-exklusiv. Zu Recht. Das muss man aber dazu sagen, jetzt, ich weiß, nee, ich sag einfach nichts. Alles, was ich ab jetzt sage, könnte vor Gericht gegen mich verwendet werden. So ist es, ja. Olli, starte. Ich hab Bock auf Haie vertrimmen. Und ich muss die ganze Zeit auf aktualisieren. Ja, entschuldigung, ich muss euch hier einladen, das stimmt ja. Ja, in der Tat. Eine kleine Sekunde, bitte. Es geht sofort los. Ich glaube, ein paar Leute bleiben hartnäckig auf YouTube einfach auch. Im Chat ist da einiges los. So. Wen laden wir denn hier ein? Summit Kanell sagt gerade, ich sehe echt stoned aus. Und? Nee, Digga, ich habe bis vor einer Viertelstunde noch gepennt. Begrüßungsdöner und ich will ein GIF benutzen. Oh yeah! Guck mal, das ist ein GIF! Warum höre ich das zweimal? Weiß ich nicht. Bei mir nicht? So, ich habe alle bis auf Rike eingeladen, weil ich habe Rike auf Steam noch nicht. Ja, du hast mich eingeladen? Ich joine Flo hinterher. Ja, du kannst mir hinterher. Oh krass, es gab ein Update. Meiner schwankt jetzt voll, weil er Hunger hat. Jo, du kannst mir hinterher joinen, Rike. Jo, bin ich schon dabei. Oh, ich habe immer noch den riesen Karpfen in der Hand. Ich auch! Ich hab meinen Zombie-Wels in der Hand. Holy shit. Stimmt, wir können direkt weitermachen. Leben, tot, leben, tot, leben, tot, leben. Na, rote Beete. So, hier Jungs, kommen wir mal erstmal Wels-Party hier. Wir brauchen jemanden, der singen kann. Wir brauchen einen Wels-Song. Wir brauchen jemanden, der singen kann. Und dieses leicht gekränkte Räuspern. Ich muss gerade erstmal klarkommen. So, was macht man in diesem Spiel so? Okay, erstmal huldigen wir der heiligen Ente. Boah, krass. Ist das langsam. Warte mal, kann man... Oh, lol, man kann nicht mehr sprinten, wenn man Hunger hat. Ach so, ja, nee, das geht nicht. Ja, stimmt. Ich muss erstmal ins... Okay, ich habe hier noch was. Ja, direkt mal anfangen. Okay, was ich heute schon besprochen habe mit niemand Geringerem als Paul, wir bauen unserem Floß als allererste Amtshandlung heute Flügelchen. Was bauen wir? Flügel? Flügelchen. Für die Idee. Nee, für die Seiten, dass wir so eine maximale krasse Fläche an Aufnahmekapazität für Treibgut haben. Ich sammle gerade schon wieder vom Rand. Sehr gut. Ich
brauche einen Grill. Aber wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, ja, wir machen auf jeden Fall so ein paar Ärmchen. Sehr schön. Das ist eine Garterwelt. So, und zwar... Auf einen schönen Abend. Fang schon mal an. Seid ihr auf der E3 und gibt es E-Sport, dem ihr folgt? Ob es E-Sport gibt, dem wir folgen? Ja, schon. Also, in erster Linie... Bei Olli ist es auch LOL noch ganz vorne mit dabei. Ja, ne? Definitiv. Ja, also ich immer noch aktiv eigentlich verfolge. Warte mal, ich glaube, ich war... war ich schon wieder dumm? Ich glaube schon. Zu der anderen Frage, ja, wir sind. Wo sind denn die Sachen? Wo ist denn das Treibgut? Ich glaube, ich habe schon wieder Scheiße gebaut. Was hast du denn getan? Was? Ich habe hier lang gerade Ärmchen gebaut, aber das war. Ich glaube, das ist die falsche Richtung, ja. Oh Gott, ich Depp, kann man das abbauen? Ja, kannst du. Ja, aber ich würde ganz hinten anfangen. Ja, aber wie? Kannst du nicht einfach rechts. Ist da nicht abreißen oder so? Nee, aber ich sehe gerade, wenn man rechtsklick auf... Mach mal rechtsklick auf eine Planke, Alter. Ja, du kannst da noch ganz viele verschiedene Sachen bauen. Oh, ja. Ich habe zum ersten Mal einen Hammer. Ach so. Was, echt? Ihr denkt schon dran, Fässer und sowas mit aufzudingsen? Ja. Ja, schon, aber sag mir doch mal jetzt einer, wie ich das abreiße. Wieso willst du das abreißen? Mit einem Hammer. Weil ich es falsch gebaut habe. Wie wolltest du es bauen? In die richtige Richtung. Das ist die falsche Richtung. Ja. Okay, dann baue ich meins hinten auch ab. Wie baue ich es denn ab? Kann man einfach kaputt machen. Mit einem Hammer oder mit einer Axt. Shotgun, danke. Ah ja, wir bräuchten eine Axt, ne? 215. Eine Axt habe ich nicht. Auf einen tollen Stream und immer schön mit dem Weltsrocken. Ja, schön mit dem Weltsrocken, vielen Dank. Sag mal, warum gehen wir eigentlich so unter? Das ist der Wellengang. Das sind die Wellen. Ja, hat irgendwer eine Axt? Nee. Guck mal, das ist ja lustig, wenn du was gebaut hast und dann das Ding wegmachst, die anderen schwimmen trotzdem mit. Gott, jetzt kann ich nichts davon bauen, Alter. Unfassbar. Wo ist ein Hai? Der war hier gerade so in unserem Netz. Echt? Wollen wir hinten oder vorne bauen, Flo? Ist egal. Hauptsache Flügelchen. Und die wir jetzt gebaut haben, waren halt falsch. Ja gut, dann bauen wir jetzt hin. Ja, hör auf. Nein, hör auf, hör auf. Oh, meine Leertaste klemmt. Ich habe rausgefunden, wie ich dem genialsten Doktoren, dem was spenden kann, XD. Oh, nice. Da freuen wir uns aber sehr. Vielen Dank. Vor allem Bits. Ja, Bits ist immer gut. Um Gottes Willen, wie viel Material man braucht. Nägel. Seil. Wofür meinst du? Für die Ärmchen an der Seite? Ja. Ja. Ach, das war auch so, ist auch schon wieder so typisch, ey. Fang an, was zu bauen, der Stream geht los. Hier und ist ein Hai, mittendrin. Warum ist denn der mittendrin? Wo ist der denn? Ach, da. Hier. Fuck. Was geht mit ihm? Das ist ein super Hai. Das ist ein weißer Hai. Also Gott, ich brauch die Planken! Ja, räum gerne die Kisten auf. Das ist immer das, was keiner machen will, aber es ist total cool, wenn es einer macht. Liebe ja. Echt, ja? Dann finde ich das super, dass du dabei bist. Wow, jetzt erst. Ja. Vorher? Nein. Hat einer von euch zwei Schrott? Ich brauche zwei Schrott in meinem Leben. War halt erstmal zu doof dafür, suche jetzt seit Beginn des Streams nach der Taste zum Alter, warum Spenden. Dankeschön, vielen lieben Dank. Ach, ich danke weiß an Snow. Snow Hell? Der hat ja gerade schon mal gespendet, die 100 Bits. Jetzt hat er die Taste rausgefunden dafür. Oh guter Mann, guter Mann. Hör auf. Gott, shit, verdammt. Flo, was tust du? Meine Leertaste klemmt. Ich hab letztens Getränk über meine Tastatur gekippt. Und ein paar Tasten sind in Mitleidenschaft gezogen. Ham Solo Bob! Das wird noch witzig heute. Ich freue mich sehr. Über Privatpatienten freue ich mich immer sehr. Da drüben ist ein Floß.
Angel mal kurz, ich hab gerade eh keinen. Bitte? Machst du die, das Segel mal so setzen, dass wir zum Floß kommen? Ich hab das Segel noch nie bedient, aber ich versuch's. Ich geb mir Mühe. Okay. Halte R für sanftes Drehen. Holy moly! Zum Floß? Warte mal, ich guck mal, wo es ist da, ja. Okay, Ficken hart, was geht denn ab mit Mertol 01? Vielen lieben Dank, Junge! Was kam da? Was kam da? Ja. Guck mal in dein Dashboard, mein Freund. Ich guck mal in mein Dashboard. Digga, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Hier, ja, fast mit einem Schlag auf Platz. Nee, er ist jetzt auf Platz 1. Krasser ja. Typ. Mit Abstand. Hier oben mal, der Dude. So eine leichte Ablagefläche, da können wir zum Beispiel sowas wie die Kisten und so hinpacken. Ja, und nochmal vielen Dank, denn nicht, dass das untergeht auf jeden Fall. Tausend Dank, Mann. Hat meiner drei Seil für mich? Das wäre ein Träumchen. Sprich, das, was wir nicht brauchen, kann man da oben auch hinlegen. Kann ich direkt mir mal eine Angel bauen. Danke. Ich angel mal weiter, weil wir haben ja unsere geilen Grills. Einer von euch zufälligerweise. Gib mir den Rest zurück. Achso, Entschuldigung, warte kurz. Jetzt komme ich gerade nicht ins Item-Menü. Sekunde. Ich gebe es dir sofort. Eine Sekunde. Sobald ich hier einen Fisch an Land gezogen habe. Den weißen Wal! Kann man Rieke als Raft Queen nominieren? Ja, auf jeden Fall. Natürlich jeden kann man Rieke als Raft Queen nominieren. Ich verstehe die Frage nicht. Oder hat einer von euch eine Axt? Ah, hier. Ja, ich hab eine Axt. Kannst du hier die zwei Planken weghacken? Einfach, du sammelst dafür die Ressourcen ein. Was ist denn jetzt mit dem Floß da drüben? Oh, das Floß, warte, ich dreh. Hi. Hi, glaube ich. Oh. Hä? Yeah. Boris, komm an Bord. Chemo Un. Für 7 Monate. Das, Mann. Wir brauchen mehr Glibber. Wir brauchen vor allen Dingen mehr Seitenärmchen. Das war ja eigentlich die Prämisse. Oh, das ist aber voll gut, um hier an das Floß ranzukommen. Hi, komm, wir killen den Hai weg. Komm doch. Ich bin abenteuerlustig. Junge, der Hai ist wieder dir her. Leider bewegt sich das Floß nicht, weil der Wind genau entgegengesetzt läuft. Scheiße, ich merke jetzt auch gerade, dass ich am Verdursten bin. Oh, fuck. Wisst ihr, was wir heute schaffen müssen? Den Haikopf aufzuhängen. Ja, in der Tat. Das ist eine gute Idee, aber Flo haben wir schon mal verloren. Nee, stimmt gar nicht. Aber macht mal... Oh, lol, ich bin dem Hai ins Maul gesprungen gerade. Kein Scheiß. Holy fuck. Das ist die Frage. Ich muss gleich dazu sagen. Scheiße, jetzt, mein Problem ist gerade nicht der Hai. Mein Problem ist, dass ich es akkurat. Oh, fuck. Oh, blamieren. 5 Monate Research Guy endlich wieder. Yo, lass mich raten. Mich holt keiner, oder? Wo? Ach, du bist tot, oder was? Wo bist du? Ja. Du schwimmst da irgendwo? Warte mal, ich könnte versuchen, aber hier ist noch der Hai irgendwo. Oh je, das ist richtig traurig. Ja, der Hai ist bei mir. Oh no. Ich seh dich nicht. Oh no. Ich seh dich auch nicht. Flo, bist du auf dem Floß? Wo unterm Flo? Wo unterm Floß bist du? Ich bin nicht unterm Floß. Ihr seid weg. Ich komme nicht retten. Bin fast da. Erida 80 sagt, unser YouTube-Stream ist deaktiv. 100, ihr seid das perfekte. Ja, unser YouTube-Stream ist down. Das stimmt. Was ist denn das? Werde ich gerade wiederbelebt? Unser YouTube-Stream ist nicht. Der läuft doch. Ja, der läuft, aber das ist kein Bild. Was passiert gerade? Ich trag dich. Ah, lol. Ich rette dich, Digga. Das ist ja das Beste ever. Yay. Wuhuhuhu. Olli ist der beste Olli der Welt. Ne, YouTube läuft doch. Mann. Da, Hai. Wo? Da. Stirb, du Hurenhai. Sehr gut. Bitte was? Sobald er tot ist, müssen wir ihm hinterher springen und ihm im Wasser zerstückeln, weil dann können wir seinen Kopf aufsammeln. Dragon Girl 32, Privatpatient. Ich muss ganz kurz mal eine Ansage machen an die Leute, die zuschauen. Ansage an Leute. Ansage Nummer 3, welcher Stream ist so geil? Haha, nicht schlecht. Nee, pass auf. Wir würden uns voll drüber freuen, wenn ihr fleißig klippt. Ja, das, stimmt, auf jeden Fall. Wäre ganz, ganz geil. Und vor allem, wenn ihr nicht nur klippt, sondern eure Clips auch richtig clever benennt, weil dann werden sie besser geklickt.
Ja. Für euch jedenfalls. Deswegen, wenn was Lustiges passiert, klipp bitte. Das wäre voll, voll schön. Und zum Beispiel so ein Idiot wie LeFloid einem Hai ins Maul springt. Das wäre ein richtig guter Moment, um zu klippen. Dann erst recht. Okay, ich muss gerade mal ganz kurz, weil die Leute auf YouTube schreiben, ja, YouTube hat kein Bild, weil wir auf YouTube ein Bild streamen und nicht den Stream. Der Stream läuft auf Twitch. Korrekt, wir sind auf Twitch jetzt exklusiv, Freunde. Ihr müsst euch leider mit diesem Gedanken anfreunden. Boris, du weißt das doch. Macht es Sinn, schon Leiterplatten zu basteln? Boris? Überlege ich auch gerade. Achso. Oh mein Gott, ich habe Hunger und du hast ohne Ende. Ich muss einen von diesen Dingern essen. Von diesen. Wir haben gar nichts mehr, oder? Also wir können damit irgendwas machen, aber. Jo, wir sind schon wieder aus jeglicher Strömung mit Sachen raus. Und wir sind schon wieder voll gegen den Wind. Warte mal, ich dreh das. Okay. Ich habe unsere einzigen beiden Mangos gegessen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ja, gerade so. Okay. Jetzt ist die Frage, warum kann ich mit dem Hammer diese Netze nicht mehr bauen? Die muss man craften extra, ne? Auf Tab, glaube ich. Die musst du erst craften und hast sie dann im Inventar, genau. Ah, Seil und Nagel brauchen wir. Nägel habe ich gerade ein paar in die Kisten gepackt. In irgendeiner Kiste sind Zehennägel, ne? 10 Nägel, so. Da sind 10 Nägel. Oh, da freue ich mich aber drauf. Die packe ich jetzt auf den Grill. Hier die erste Stimme für Rico als Rough Queen. Was brauchst du noch? Was hast du gesagt? Oh, sehr gut. Lemur hat die erste Stimme gegeben. Genau, für Rico als Rough Queen abgegeben. Oh. So, diese. Danke. Ich platziere da mal Planken drauf. Zack, oh, Achtung, da kommt Fässer. Wo? Das sieht fast so ein bisschen wie so ein altes Arcade-Minigame, wo du einfach so hin und her rennst und Sachen aufsammelst. So. Ja, aber das wollen wir ja besser machen, indem wir jetzt endlich mal Ärmchen bauen. Aber irgendwie verkacken wir das gerade ganz grandios. Ne, ich mach gerade auch Seile. Ich baue jetzt direkt mal hier so ein paar Sammelnetze. Ich kann 1, 2. Ah, ich konnte nur 2 Sammelnetze bauen, das ist ja sad. Aber ich baue hier schon mal 2 hin, ne? Verhungert ihr nicht so langsam mal? Doch, ich müsste auch langsam demnächst irgendwann was essen. Okay. Fick dich das! Jetzt krieg ich dieses Scheiß. Ich muss auch. Was? Ich brat mal meinen. Nein, wir haben ein Fass entkommen lassen. Deinen großen Lurch? Meinen großen Lurch. Sehr schön. Übrigens, wollen wir mal ganz kurz bündeln, was wir an Brettern und an Seil und Nägeln haben, damit wir hier noch mehr Fangarme hinkriegen? Ich kann dir ein paar wenige Bretter geben, ansonsten ist eher traurig bei mir. Essen, ja. Mir mangelt vor allen Dingen an Brettern, ja. Also ich habe 12 Seile und 7 Nägel. Das würde mich schon mal helfen, damit kann ich schon mal noch mal ein paar bauen. Okay, dann werfe ich die hier beim Grill hin. Koppe! Ich hau auch gleich ein paar Seile und Bretter raus. Ich muss bloß mal eben schauen, dass ich ein paar Seile baue. Sekunde. Das war hier. Nein, das war wo? Seil. Ah ja. Ich habe übrigens was Neues gelernt. Wollen wir zur Insel oder nicht? Bitte? Wollen wir zur Insel oder nicht? Rechts von uns oder links von uns? Die ist schon zu weit weg. Aber wenn wir das nächste Mal früher sehen, da kann man gut Holz farmen. Also würde ich die nächste Insel gerne nehmen. Jo, das auf jeden Fall. Olli? Yep. Komm mal her. Bin da. Seil. Nice. Bretter. Nice, vielen Dank. Ey, mein Hunger macht mich schwach. Also mein Hunger im echten Leben. Ich spring die ganze Zeit ins Wasser. Ich bin bekloppt, ja. Ich komm nicht mehr hoch. Alter, ich bin der größte Idiot, was dieses Hakenspiel angeht, Alter. Gibt's doch gar nicht. So, guck mal, das sind doch schon ein paar gute Fangarme. Ey, fick dich doch hart, dein Ernst? Oh shit, ich verdurste. Wassersammler haben wir ja ohne Ende. Da ja, nur... trotzdem. Ist nicht schön. Es fühlt sich nicht gut an. Ein Schlückchen. Noch ein Schlückchen. Und direkt wieder voll machen. Ich habe übrigens. Ja, habe ich schon. Na gut. Sorry. Ich habe übrigens immer noch nicht so eine große Flasche. Sehr schön. Hängt mir jemand Fisch oder so?
Ich habe auch keine große, ja, mache ich. Jo, ich kann was, ich kann angeln, ich kann aber auch direkt mal Fische auf den Grill hauen. Sekunde. Warum jetzt auch wieder eine Angel? Klack, klack. Noch ein Mr. Lemon Smile hat für 2 Monate abonniert. Guter Typ. Geiler Boy, könnte man auch sagen. So, ein bisschen Beete. Und. Wieso kann ich nichts in den Ofen reinpacken? Du brauchst Planken, um den zu befeuern, vielleicht? Oder ist noch was drin? Ja, die habe ich, aber ich kann da nichts reinpacken. Du musst es auswählen. Du musst es auswählen, ja. Ja, habe ich ja. Ich gehe jetzt auf Glibber. Achso, Glibber ist einfach fertig. Ja, genau, Glibber ist schon. So, jetzt. Wobei, vielleicht gegrillter Glibber ist vielleicht auch ganz geil. The fuck? Ah, fuck. Ist uns Wasser gefallen? Ah. Nein, wir dürfen das Fass nicht entkommen. Ich bin rein. Ruthless. Wo ist es? Ich hab's aufgesammelt. Sehr gut. Farenir ist jetzt Privatpatient. Herzlich willkommen. Noch so ein geiler Typ. So, ich habe ein paar Fische gefangen. Ich würde jetzt mal den Grill voll machen mit lecker Fisch. Der müsste voll sein. Oh, ich hau trotzdem mal rauf hier ohne Ende. Mach mal. So. Was hier, guck mal, da drüben ist doch Rohrhering. Sharp Boy! Boah, das gibt's ja gar nicht schon wieder. Was? Ja, da war gerade das. Nee. Das, was wir uns gestern online angeguckt haben bei Autoscout. Was? Er redet mit Nadine. Sorry, warte, ich mute nochmal. wir brauchen in die andere Richtung den Fangarm, kann das sein? Also hier rechts raus. Das wäre ganz clever, also hier raus quasi. Ja, genau. Das ist der eigentliche Plan gewesen. Deswegen ist der da hinten halt immer noch total sinnlos. Also wenn einer eine Axt hat, bitte abbauen die Kacke. Nein. Soldier ist jetzt Privatpatient. Es gibt es doch nicht. Warum falle ich immer runter in meiner Gier nach Fässern? Ricky, ist Essen fertig? Okay. Schon wieder ein Stein, Alter. Was soll ich damit Stein? Kann ich gar nicht entscheiden. Ist ich eine Rübe oder eine Kartoffel oder... Vielleicht auch beides. Wow, wie dekadent. Oh, Privatpatient. Mann, was geht denn heute ab, sag mal? Das ist ja der Wahnsinn. Bam! Das denke ich mir gerade bei den Fässern, Alter. sind wir noch mit dem Wind unterwegs? Ja, schon. Volle Lotte. Alle Dude. Wollen wir dann rechts demnächst mal Ärmchen bauen? Jupp, ist eine Idee. Also beziehungsweise ich kann auch, aber dafür brauche ich halt noch ein bisschen Zeug. Das Fass ist mein. Lass mal ein paar Seile bauen. Haha. Oh, ich stecke unterm Floß fest. Oh Gott, deswegen, ich falle da auch runter. Onion King, 1996. Meine Freundin ist weg und freut sich in der Südsee. So, und zwar, was brauche ich? Ich muss, warte mal, um so ein Netz zu bauen, brauche ich Seil. Planke und Nägel. Nägel habe ich noch. Ich kann jetzt noch einsammeln. Jetzt stelle ich gerade noch her. Dann kann ich mich mal hier drüben anfangen. Ich kann nur ein so ein Netz bauen. Na gut, habe ich jetzt wenigstens gemacht. Das Essen ist jetzt in den Kisten, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich habe alle Fische gegessen. Das hätte ich jetzt schön den Bauch vollgeschlagen. Eiskalt. Warum liegt eigentlich genau? Die Möwe legt nie ein Ei. Woran liegt das? Eventuell, weil das Nest mitten auf dem Floß ist und sie sich gestört fühlt. Warte, ich mach so anders hin. Aber sicher bin ich mir nicht. Ente, weißt du? Ich hab noch ein paar Fische, ich schmeiß die nochmal drauf. Ich hab das hier auch mal wieder unwesentlich verbreitert alles. Ich hab einen rohen Fisch gegessen. Aber gut, war ein Hering, das geht schon klar, oder? Generell, roher Fisch geht klar, wenn er frisch ist. Wer hat den Grill ein frischer abgebaut? Fisch kommt was auf den Tisch! Was? Grill abgebaut? Den kleinen. Ich hab nichts abgebaut. Sagen sie alle. Ich hab ein eigenes Boot mit meinem eigenen Grill. Mir fehlen die blöden Palmblätter. Doc nach ja. Was? Doc Nacho. Ich dachte ja, was ist denn Doc Nacho?
Eine Sprache, die ich nicht kenne, aber es war ein Doc Nacho. Bam! The Lorax. Hallöchen. Ich habe neulich, wo ich gerade sehe, dass der Lorax am Ende seines Set hatte. Alter, hör auf zu schreien! Nee, geht gerade nicht. Ich sterbe. Okay, bin wieder da. Ich wollte eine lustige Anekdote erzählen. Wusstest du eigentlich, wofür das Z in Dragon Ball Z steht? Ich habe das neulich erst das erste Mal gehört. Ich wusste das vorher noch nicht. Für Super? Nein. Tatsächlich sollte die Serie ja mit Dragon Ball Z enden. Und war einer der Macher, sich dachte, das Z ist der letzte Buchstabe vom Alphabet, nennen wir es Dragon Ball Z. Das ist erstaunlich schlüssig. Ne? Wir steuern so halb auf den Floß zu. Müssten leicht korrigieren. Ich korrigiere mal kurz den Kurs. Piep. Oh, Möwe! Wo? Ich habe eine Möwe gehört. Ja. Nein, sie muss sie einlegen. Ich habe sie vertrieben. Nein, sie war doch aber an unserem Zeug dran. Ja, aber das ist... Ich baue die Schuhe daneben. Ich habe mal eine Laterne hier hingemacht, dann sehen wir was. Voll gut, oder? Boah, wie hast du die Laterne gebaut? Der Boris geht mit seiner Laterne und seine Laterne mit ihm. Voll gut. Laternen gefallen mir. So, ich werde gleich mal da drüben auf das Floß. Haben wir noch Palmblätter? Nee, ne? Wir fahren nämlich voll drauf zu. Weiß nicht, ob das gut ist. Wir gucken mal. Ach hier, ich hab sie. Super, danke. Yay. Das ist ganz oben. Yay. Wirst du wohl darauf springen? Die Bohnenwälze darf ich nicht grillen, oder? So, hab alles. Bin wieder da. In der Truhe sind, denke ich schon.